Und jetzt passt auf. Ist kein Zucker mit drin, also ist gut zum Direktgrillen geeignet. Damit tun wir das jetzt erstmal rundherum richtig schön würzen. Damit wir das relativ lang grillen können. So ungefähr halbe Kraft. Und jetzt legen wir das mal drauf. So, ich habe das jetzt bestimmt, ja, so 10 Minuten bei mäßiger Temperatur schön angegrillt rundherum, ne? Also es riecht richtig geil, ne? Also nicht nur das Gewürz, sondern auch das Fleisch. Also ich bin jetzt echt neugierig. Ich lege das jetzt hier hoch. Und dann lasse ich das auf so Medium, ne? So sagen wir mal so 56 bis 58 Grad ziehen. Und dann bin ich gespannt. Thermometer zeigt an, so 58, 59 Grad, je nachdem, wo man reinsticht. Und jetzt Stunde der Wahrheit. Jetzt wollen wir mal anschneiden hier, den Kumpel. Ja, es scheint richtig zart zu sein, schneidet sich ganz leicht. Gargrad ist super. So wie gewollt. Und ich probiere gleich immer. Also wie man sieht, das ist butterzart, ne? Super saftig. Boah. Also ich finde es richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, nach was es schmeckt. Also es schmeckt nicht nach Wild. Es schmeckt nicht nach Pferd oder nach Rind, aber geil. Also fast schon leicht süßlich. Also Leute, ich sag mal eins, riskier das mal, probier das mal. Geiles Fleisch. Ich bin begeistert.